Bastelzeit und ich habe ja schon angedroht, den hier gucken wir uns nochmal an, den schönen China-Fliegenfänger. Und erstmal, ja, im letzten Video gab es da einige Diskussionen darüber, warum ich das Ding nicht getestet habe, sondern einfach nur darauf verwiesen habe, ja, da gibt es Testberichte. Naja, weil, wie gesagt, die Testberichte stimmen mit denen überein, was ich so aus meiner Erfahrung kenne, aber wir können gerne nochmal reingucken. Machen wir den hier mal auf und Überraschung, Überraschung. Da ist nichts drin und das Ding lief jetzt irgendwie 2 Wochen hier in meiner Werkstatt. Und ganz ehrlich, wenn ich mir so meine Arme angucke, hier sind Fliegen drin, also daran hängt es auf jeden Fall nicht. Ja, und ich habe ja schon angesagt, hier ist zu viel Luft im Deckel drin. Das heißt, wir holen uns ganz einfach einen ESP8266 und bauen den hier rein. Und dann machen wir hier draus mal ein vernünftiges IoT-Gerät, so wie das heute auch auf dem Markt zu finden wäre. Das heißt, mit allen Funktionen, sprich Web-Interface, Steuerung, unverschlüsselt, Firmware-Updates, die nicht funktionieren und natürlich irgendwie 20.000 Internet-Cloud-Anwendungsgedönse. Das, was halt für ein IoT-Gerät nötig ist. Ja, hier so kriegen wir auf jeden Fall nicht hin, also nehmen wir es nochmal auseinander und fangen an. Gut, ja, nochmal zum Thema, was können wir denn jetzt damit machen? Im Prinzip nicht viel, also wir haben ja nur die LEDs, den Lüfter. Ich meine, wir könnten natürlich hier ein ESP hier drin versenken, hier ist noch genügend Platz, einfach da rein. 5 Volt haben wir schon, ein paar Transistoren, dann könnten wir den Motor ansteuern hier unten. Wir könnten theoretisch sogar, wenn wir ein bisschen rumtricksen, jeweils 2 LEDs einzeln ansteuern und irgendwie so Lauflicht oder so damit machen. Also ich meine, die Lauflichtidee, die klingt ja ganz gut, aber auf der anderen Seite ist es relativ aufwendig, weil es dummerweise in der Plusleitung ist, das heißt, ich muss mit PFETs arbeiten. Dafür habe ich, glaube ich, kein Breakout-Board jetzt greifbar. Egal, komm, machen wir. Also schauen wir erstmal, was wir überhaupt hier an Strom bei den LEDs haben und am Motor. Machen wir den Motor einfach mal ganz frisch hier ab. Jetzt haben wir nur noch die LEDs und da kommen wir auf. Der ist der Meinung 70 mA. Wie viele LEDs hatte man? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 70 mA, 6. Ja, knapp über 10 mA pro LED, die dann durchgehen. 10 mA ist mehr als das, was der ESP nativ raus kann. Ne? Das heißt, ich komme offensichtlich nicht drum rum, hier dann doch noch ein paar Modifikationen zu machen. Nee. Ist ja mit Arbeit verbunden. Nun gut, dann suche ich mir mal ein paar Transistoren. Was habe ich mir bloß eingebrockt? Ich denke, was ich mache, ist erstmal hingehen, alle LEDs umdrehen, sodass sie einen gemeinsamen Pluspol außenrum haben und die Tracks Richtung Mitte alle Minus werden. Das ist für mich dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen hier. Okay. Lose geht schon mal. Nach lose kommt fest. Ach nee, andersrum war das, ne? Nach fest kam lose. Aber das sieht ganz gut aus. Die haben wir schon mal. Hier sieht man auch schön den Unterschied zwischen Bleilot und bleifreiem Lot, so farbtechnisch. Wow, what the frutsch? Okay, das Board fängt bei gewisser Hitze an, sich aufzulösen. Gut zu wissen, das bildet dann so ein bisschen Blasen. Okay, das müssten sie alle gewesen sein. Wenn wir schon mal hier sind, können wir aber auch direkt hier die Widerstände in der Mitte uns vornehmen. So, für den Nachschub, was haben wir hier? Ja, das müsste in die richtige Richtung gehen, 180 Ohm. Was hatten wir hier? Das waren ja 68 mal 2. Ja, sind wir ein bisschen drüber, die werden ein bisschen dunkler werden, aber ich glaube, damit können wir leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieses Blasenbilden ist nicht gut, muss ich sagen. Ich bräuchte mal eine flachsabweisende Pinzette. Gibt es sowas? Ich habe immer wieder das Problem, dass der Flachs an der Pinzette kleben bleibt. Und ja, entsprechend dann auch die ganzen Bauteile sich da festkleben. So, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die alle noch funktionieren? Wahrscheinlich eher gegen Null, aber testen wir das doch einfach mal. Also, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, außen kommen Plus und nach innen. Okay, fast. Die eine hier, die ist etwas schwach geworden.
Und was sagt die hier? Die klappt, die da oben nicht. Da haben wir also noch einen Fehler. So, versuchen wir das Ganze nochmal und das sieht besser aus. Also, ein paar LEDs haben etwas gelitten, aber prinzipiell leuchtet noch alles. Damit kann ich leben. Nächster Schritt, wir brauchen FETs. Wie machen wir das denn? Machen wir jeweils zwei in eine Gruppe. Ich glaube schon, das spart mir Arbeit. Muss ich nicht jeden einzeln ansteuern. Kein Nerv dafür. Dann holen wir uns mal ein paar FETs. Und suchen uns, glaube ich, erstmal ein Datenblatt, wie zum Geier die überhaupt angeschlossen werden, denn ich habe ehrlich gesagt im Moment keine Ahnung. Okay, Gate Source Drain. Das heißt, wenn ich den so hier hinhänge, müsste das theoretisch funktionieren. Okay. Die LEDs sollten wir damit theoretisch schon mal abgefrühstückt haben. Voraussetzung natürlich, dass ich jetzt da keinen Kurzschluss drin habe. Das kann immer passieren. Der Motor, dafür bräuchte ich natürlich noch einen. Dann haben wir den auch hier drauf, dann haben wir alles an einem Stück. Haben wir uns hier ein bisschen was frei. Gut. Brauchen wir noch ein paar dünne Drähtchen für die Gates. Ist die Frage, machen wir dünne Drähtchen dran oder machen wir direkt Widerstände? Ich glaube, Widerstände macht mehr Sinn. Spart Draht. Warum habe ich bloß gesagt, ich mache das? So, ich glaube, da gießen wir dann, wenn es funktioniert, erstmal größere Mengen an Heißkleber drauf, um zu verhindern, dass da irgendetwas sich noch jemals bewegt. Schauen wir erstmal, ob sie überhaupt läuft. Eins. Der funktioniert. Zwei. Der funktioniert nicht. Das ist aber auch kein Wunder, da ist ja nichts dran. Drei. Der funktioniert. Und vier. Der wird auch. Okay, nicht genügend Hände für alles, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Und ja, ich muss ja, denke ich, nicht nochmal separat erwähnen, löten, kleben, whatever, bitte Lüftung und so. Fehlt nur noch ein ESP, ein bisschen Software und ein Anwendungszweck. Ach, seit wann brauchen wir einen Anwendungszweck? Okay, ich denke, mehr Overkill geht nicht. Die sechs LEDs haben jetzt ihren eigenen Mikrocontroller mit WLAN-Anbindung. Machen wir noch ein bisschen Software drauf, löten alles wieder zusammen. So, für die Software benutze ich hier wieder VS Code zusammen mit Platform.io. Prinzipiell lassen sich die ganzen Sachen ja aber auch in Arduino machen. Da einfach das entsprechende Board installieren, hatte ich schon meine Anleitung gemacht, gibt es dann oben rechts. Diesmal werde ich allerdings nicht hingehen, euch einfach nur den fertigen Code vorlesen, sondern nach und nach mal zeigen, was man denn machen kann. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem einfachsten an, und zwar diesen Code hier. Das ist einfach nur, um zum WLAN zu verbinden. Um das zu tun, brauchen wir erstmal einen Include, und zwar ESP8266Wi-Fi.h. Das ist der Treiber fürs WLAN sozusagen. Den machen wir rein. Und was ich dann üblicherweise mache, ist hier oben ein paar Defines. Das heißt also, ich sage, SSID ist immer dieser Text. Das hat damit zu tun, dass man das dann einfach immer an derselben Stelle wiederfindet in seinem Code. Und wenn sich mal irgendwelche Sachen da ändern, dann kann man das schneller hier entsprechend anpassen. Was ich dann hier habe, das ist einmal die SSID. Das ist der Name vom WLAN. Das heißt, wenn ihr irgendwie in eure Übersicht geht, mit dem Handy oder Laptop, seht ihr ja die Namen vom einzelnen WLAN. Das ist der, zu dem ich verbinden möchte. Das nächste ist dann das WLAN-Passwort, entsprechend hier ESP8266 Testsystem 2. Und was ich gerne noch mache, ist ein Hostname setzen. Das ist sozusagen der Name für dieses ESP8266-Board. Der wird an verschiedenen Stellen bei mir genutzt und das macht es dann einfacher, das Ganze hier zu unterscheiden, was das denn gerade für ein Board ist, um das später wiederzufinden. Der Code, um zum WLAN zu verbinden, sieht dann bei mir hier so aus. Ich mache erstmal die serielle Schnittstelle an. Das ist einfach nur bei der Einrichtung. Wenn ich per USB verbunden bin, dann kann ich da ein paar Meldungen ausgeben lassen und kann sehen, was er gerade macht. Und entsprechend, wenn was hängt, sehe ich, an welcher Stelle es hängt. Damit fängt es dann auch hier an, nach einer kurzen Wartezeit, die ich reinmache, um einfach die serielle Konsole aufzubekommen. Da geht es dann los mit einer Ausgabe, und zwar sagt er Connecting.
Und jetzt folgen drei Einstellungen. Erst setzen wir den Wi-Fi-Modus auf Wi-Fi STA, das steht für Station. Das ist der eigentliche WLAN-Modus, den ihr benutzen wollt, wenn ihr einen WLAN-Router oder einen Access Point benutzt. Das ist der sogenannte Infrastruktur- oder Station-Modus. Das heißt, es gibt eine zentrale Stelle, nämlich euren Access Point oder euren Router, und der kümmert sich um das WLAN. Es gibt im WLAN-Standard noch ein paar andere, zum Beispiel Ad-Hoc oder sowas, wo man dann untereinander Geräte verbinden kann ohne so einen Access Point, aber das wollen wir hier nicht haben. Das nächste ist optional, und zwar setze ich den Hostname auf den Wert, den wir hier oben gemacht haben. Der wird beispielsweise genutzt, wenn der ESP hier sich von eurem Router eine IP holt. Und je nach Router, zum Beispiel Fritzbox und Co., die machen das gerne so, taucht dann der Name, der hier mitgegeben wird, in eurer Netzwerkübersicht als Name für das Gerät auf. Das heißt, wenn ich in meine Netzwerkübersicht gucken würde, zum Beispiel Fritzbox, Unifi oder irgendwas ähnliches, dann steht hier das Gerät da entsprechend als Mosquito LED. Das heißt, ich weiß direkt, okay, das ist das Ding und nicht irgendein anderer von den Boards. Die nächste Zeile, die macht dann wirklich das WLAN auf. Da sagen wir Wi-Fi Begin, also verbinde dich bitte. Und zwar mit diesem Netzwerk und diesem Passwort hier, was wir oben angegeben haben. Danach folgt eine kleine Schleife, eine sogenannte Dual-Schleife. Das heißt, der läuft erstmal durch. Das heißt, wir laufen hier oben erstmal los, machen 500 Millisekunden Pause und dann wird auf dem Bildschirm ein weiterer Punkt ausgegeben. Wir erinnern uns, hier steht Connecting Punkt. Das heißt, jetzt steht auf dem Bildschirm Connecting Punkt Punkt. Danach, wenn wir da durch sind, da wird geguckt, wie ist denn unser Status vom WLAN? Sind wir connected oder nicht? Wenn wir nicht verbunden sind mit dem WLAN, dann fängt die Schleife wieder von neuem an. Und zwar so lange, bis wir verbunden sind. Das heißt im Prinzip, solange der noch am Verbinden ist mit eurem Router, noch nicht seine IP und alles hat, kommt alle 500 Millisekunden ein zusätzlicher Punkt auf dem Bildschirm. Wenn er dann fertig ist, dann springt er aus der Schleife raus, gibt aus OK, slash n heißt eine neue Zeile, und dann kommt IP-Doppelpunkt und er gibt unsere IP-Adresse aus, also die Adresse, die das Ding in eurem Netzwerk bekommen habt. Damit ist das WLAN-Verbinden noch abgeschlossen, entsprechend nichts in der Loop drin, nichts was wir machen, keine Funktion. Und wenn wir den Code hochladen, dann sehen wir hier entsprechend Connecting, Punkt, Punkt, okay, und jetzt haben wir hier unsere IP-Adresse bekommen. Das sieht doch schon mal gut aus. Wie gesagt, Alternative wäre auf dem Router nachschauen, da wird die IP-Adresse meistens auch angezeigt oder WLAN-Controller oder was ihr habt. Zu dem Zeitpunkt hier haben wir zwar nicht wirklich was an Funktion, aber wir sollten zu WLAN verbunden sein. Das können wir auch testen, indem wir einfach ein Terminal aufmachen, beziehungsweise unter Windows die sogenannte PowerShell, und da tippt man den Befehl Ping, Leerzeichen, dann die IP-Adresse. Wenn wir das machen, dann sollten wir sowas hier bekommen. Je nach Betriebssystem sieht es ein bisschen anders aus, aber es müsste etwas kommen, dass Antworten kommen. Wir sehen hier zum Beispiel, okay, hier ist was reingekommen mit einer Zeit von unterschiedlich vielen Millisekunden. Das schwankt jetzt natürlich relativ stark. Das kommt immer darauf an, wie stark ist euer WLAN ausgelastet, wie stark ist euer ESP ausgelastet, wie stark ist allgemein die Funkverschmutzung, sage ich mal, also wie gut sind die Frequenzen gerade frei. Aber das ist so die Zeit, die ein Datenpaket bis zum ESP und zurück braucht. Wenn es nicht automatisch aufhört, könnt ihr mit Steuerung C das Ganze abbrechen. Gibt es noch eine Statistik und ja, ich würde mal sagen, wir sind zum WLAN verbunden. Das ist schon mal fein. Das ist ja schon mal ein Anfang, aber einen Punkt sollten wir eventuell noch ansprechen, nämlich das mit der IP. Es ist nicht immer praktisch, ein USB-Kabel anzuschließen, die IP nachzugucken, und nicht jeder Router, den man daheim hat, ist in der Lage, die IP sinnvoll anzuzeigen, oder man möchte eventuell nicht jedes Mal nachgucken. Da gibt es dann zum Glück auch eine Lösung, das ist MDNS. Das haben wir dann hier. Dazu müssen wir nochmal was einbinden, und zwar diese Datei hier, die ESP8266MDNS.h. MDNS heißt dabei, dass wir einen Namen im Netzwerk festlegen. Der klappt nur bei euch im lokalen Netzwerk, also ist nicht vom Internet erreichbar oder sowas. Das heißt also, nur solange ihr mit eurem WLAN oder eurem Netzwerk daheim per Kabel verbunden seid. Die Einrichtung läuft dann relativ einfach, und zwar ist das hier unten dieser kurze Block erstmal. Wir sagen MDNS Begin und geben den Hostname mit. Das ist der, den wir hier oben schon festgelegt haben. Den benutze ich hier einfach weiter. Wenn das schief läuft, dann kriegen wir eine Fehlermeldung. Ansonsten läuft der so durch. Diesmal müssen wir in die Loop aber noch was reinschreiben, und zwar das hier MDNS Update. Damit sagen wir dem Controller hier regelmäßig mal nachgucken, dass dieses DNS alles noch funktioniert und dass das entsprechend dann auch bekannt ist.
MDNS funktioniert auf den meisten Betriebssystemen direkt ab Werk. Wer unter Linux unterwegs ist und sich das selber einrichtet, der muss mal ein bisschen nach Avahi und so gucken. Unter Windows und Mac ist es auf jeden Fall schon von vornherein meines Wissens aktiv. Das können wir dann hier auch direkt auch mal testen. Wenn wir hier auf eine Windows-Maschine gehen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit zu tippen, dann den Hostname, den wir eingegeben haben und selber festgelegt haben. Das war bei mir Mosquito LED. Und was wir dann machen ist .local, also .lokal. Und wenn wir das tun, dann sieht das hier so aus. Er braucht einen kleinen Moment, aber dann kann er das Ding nicht finden. Okay, zweiter Versuch. Dann funktioniert's. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Manchmal geht's, manchmal nicht. Es ist nicht ganz so zuverlässig, aber in den meisten Fällen ist es praktischer, als im Router nachzugucken, was denn da los ist. Name geklärt, IP geklärt, aber das Ding macht immer noch nichts. Das wollen wir ändern. Und für die meisten IoT-Anwendungen ist es, denke ich, sinnvoll, ein Webinterface zu benutzen. Damit kann man eine Menge anfangen. Also machen wir das mal. Nächster Code entsprechend und wieder müssen wir einen Treiber, Library, wie auch immer, einbinden. Die sind im Übrigen alle, was ihr hier bisher gesehen habt, bei der Arduino-Umsetzung für den ESP8266 dabei. Das heißt, da muss man nicht aus dem Library Manager oder dem Internet irgendwas nachinstallieren. Geht so. In diesem Fall holen wir den ESP8266 Web Server und der braucht jetzt dann aber ein bisschen mehr. Das erste, was wir brauchen, ist hier oben diese Zeile. Die ist noch außerhalb vom Setup und so. Und zwar sagen wir, wir wollen einen neuen ESP8266 Webserver. Den nennen wir Server, ist einfacher. Und das, die 80, das ist der TCP-Port. Das hat was mit so Netzwerk und so zu tun. Wenn ihr nichts Spezielles macht, einfach 80 hinschreiben. Funktioniert, macht euer Browser dann automatisch. Den ganzen müssen wir dann noch einrichten. Dazu gehen wir hier unten hin, machen hier einen Serverbeginn an dem Schluss vom Setup. Und geben wir noch aus, okay, ist jetzt gestartet. Und was wir auch noch machen müssen, ist in der Loop diese Zeile hier, server.handle-client. Das heißt, im normalen Programm geht er regelmäßig hin, guckt nach, kam da eine neue Anfrage, muss ich da irgendwas beantworten? Das geht dann so. Würde ich sagen, spielen wir den mal drauf. Wieder einen kurzen Moment warten, bis er verbunden ist. Ja, diesmal kriegen wir dann nicht nur die IP-Adresse, sondern auch den Text HTTP Server started. Das heißt, wir sind jetzt fertig. Wenn wir dann einen Browser holen, sprich Firefox, Chrome, Opera, was auch immer, wegen mir auch Edge. Wenn wir dann die IP-Adresse eintippen und Enter drücken, dann kommt das hier. Not found slash. Wie kommt das? Naja, wir haben dem Webserver ja noch gar nicht gesagt, was er tun soll. Deswegen sagt er uns jetzt hier, ich habe keine Ahnung, was du von dem mehr willst. Das ist dann die Meldung. Sollten wir mal eventuell ändern, ne? Wir wollen ja selber irgendwelche Texte schicken und nicht einfach nur die Meldung bekommen, dass nichts gefunden wurde. Sprich, nächster Code. Und diesmal fangen wir von unten an. Was wir nämlich ändern, das ist hier vor dem Serverbeginn. Da machen wir diese Zeile hier noch rein. Server on. Mit Server on sagen wir, wenn wir eine gewisse Adresse aufrufen, soll das und das passieren. In dem Fall sagen wir, die Adresse ist schräger, das ist sozusagen, wenn wir es ohne irgendwas aufrufen, ohne weiteren Pfad, Dateiname oder so weiter, dann kommt schräger. Und was wir machen wollen, ist HTTP-Index. Das ist eine Funktion, die dann aufgerufen wird, wenn jemand das nachfragt. Und die habe ich hier oben fertig gemacht. Die ist eigentlich relativ übersichtlich. Die Funktion macht nämlich nur ein Server.send. Mit ein paar Parametern, erstmal 200. 200, das ist ein Statuscode aus dem HTTP-Standard. Ist eigentlich der, den ihr immer senden wollt, wenn ihr irgendwas zurückgebt. Das heißt so viel wie, ja, ist alles okay, hier sind die Daten. Das nächste, was wir schicken, ist, welche Art von Daten schicken wir denn? In dem Fall hier Text Plain, das heißt einfach nur ein roher Text. Es gibt aber auch andere Sachen, zum Beispiel HTML oder beispielsweise ist es ein Bild oder sowas, das kann man dann hier festlegen. Das sind die sogenannten MIME-Typen, da gibt es Online-Tabellen, kann man dann nachschauen, wenn man was anderes schicken will. Als letztes kommt dann noch Hello World, das ist der eigentliche Inhalt, den wir zurückschicken wollen und der wird dann ab jetzt ausgeliefert. Das heißt, auch den laden wir wieder hoch. So, HTTP Server started, klingt gut. Wenn wir jetzt zurück in den Browser gehen und einmal F5 drücken, also neu laden, dann steht jetzt hier entsprechend unser Text Hello World und nichts anderes mehr. Jetzt gibt es bei URLs aber ja auch eine Sache, dass man andere Sachen schreiben kann. Das heißt, wir könnten jetzt hier sagen, schräger Fu,
Dann kommt allerdings wieder unser Text Not Found, wie wir das eben hatten. Diese Unterpfade, die wir hier machen können, die können wir uns natürlich auch zunutze machen, also nächster Code. Was wir da nämlich machen können, ist hier bei Server On einfach was schreiben, zum Beispiel schräger Time und entsprechend eine eigene Funktion anzugeben. Das heißt, wenn wir jetzt ohne alles aufrufen, dann würde er die Funktion aufrufen. Wenn er via schräger Time aufrufen, dann würde er diese Funktion aufrufen. Die Funktion sieht jetzt auch ein bisschen komplizierter aus. Ich habe da ein bisschen was anders gemacht. Und zwar baue ich hier erstmal einen String zusammen. Und zwar mit dem schönen Text I am running for. Dann die Ausgabe der Millis. Das ist die Anzahl der Millisekunden, seit der ESP gestartet ist. Und entsprechend Millisekunden nochmal hinten dran. Und was wir dann tun, ist dasselbe, wie es wir eben gemacht haben. Nur nicht mit einem Text hinten dran, sondern wir sagen hier, diesen String, den wir gerade zusammengebaut haben, den bitte zurückschicken. So kann man entsprechend hier Variablen auch laden. Das heißt, man könnte hier statt Millis natürlich auch zum Beispiel einen Messwert von einem Temperatursensor oder irgendetwas in die Richtung dann rüber senden. Laden wir den mal hoch, wie üblich. Und wenn wir jetzt hier aufrufen, auf der Root, dann sehen wir hier, wenn wir ohne alles machen, dann kommt Hello World. Wenn wir schräger Time machen, dann kommt I'm running for blablabla Millisekunden. Wenn wir das hier neu laden, dann sehen wir entsprechend nach einem kurzen Moment. Jetzt kommt hier I'm running for 31.014 Millisekunden. Das heißt also, wir sehen jedes Mal, wenn wir neu laden, kommt da auch ein neuer Wert. Es ist nicht wie eben ein statischer Text. Was wir noch nicht haben, bei mir noch Fu und so, ne? Wenn einer was Falsches schreibt, dann kommt immer noch Not Found. Wer das nicht haben möchte, da gibt es auch einen Trick. Und zwar gibt es nicht nur Server.on, sondern es gibt auch noch Server.onNotFound. Der wird für alles aufgerufen, was er nicht finden kann. Da können wir eine separate Funktion hier machen, zum Beispiel HTTPNotFound. Und da können wir dann zum Beispiel das hier zurückgeben, auch wieder einfach nur Text mit 404NotFound. Und HTTP-Code 404, das ist der, der dem Browser auch sagt, die Seite kenne ich nicht. Das ist zum Beispiel dann interessant, wenn Dinge automatisiert werden. Dann könnt ihr nämlich da über die 404 erkennen, das war ein Fehler, da ist irgendwas schief gelaufen. Das macht jetzt hier natürlich nur mäßig Sinn, weil wir einfach nur sagen, okay, not found, nicht viel anderes als das, was wir bereits hier in der ursprünglichen Nachricht hatten. Aber hier könnten wir natürlich auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel, wir könnten sagen, okay, wenn was nicht gefunden wird, dann leite uns wieder zur Startseite zurück oder so. Das können wir jetzt auch hier sehen, wenn wir entsprechend das Ding gestartet haben und er sich dann mal verbindet, dann sehen wir, jetzt kommt 404 not found, egal was wir hinten dran schreiben. Wir kriegen immer diese Meldung, es sei denn, es ist etwas, was wir vorher hatten, wie zum Beispiel das Time, dann kommt natürlich die entsprechende Seite. So, Text ist toll, aber mit Text kommen wir nicht ganz so weit. Und ich denke, die meisten von euch, die haben schon mal von HTML gehört. Das ist diese Sprache, die im Internet benutzt wird. Damit kann man dann so tolle Seiten machen, wie zum Beispiel meine. Und ihr könnt, wenn ihr auf einer beliebigen Webseite seid, einfach mal Steuerung U drücken in den meisten Browsern. Dann seht ihr den Quelltext von entsprechend so einer Webseite. Das hier ist natürlich eine relativ komplizierte. Die kann man natürlich dann deutlich einfacher bauen, aber trotzdem besser aussehend als einfach nur hier so ein Text. Kleiner Tipp, wenn ihr euch damit nicht auskennt, guckt mal im Internet. Da gibt es zum Beispiel hier das allseits bekannte Self-HTML. Da gibt es ein paar Tutorials, wie man das bauen kann, wie man Design machen kann und so weiter. Die können wir auch hier einbinden. Die einfachste Methode ist im Code. Das heißt, wir gehen einfach hier oben hin und definieren uns hier einen neuen String mit dem Namen HTML. Kann natürlich auch anders heißen, ist völlig egal. Und ich benutze jetzt hier dieses R-Data-Gedönse. Das heißt, einfach nur zwischen Data und Data ist der Text, dass ich nicht hier mit den Anführungszeichen irgendwie Probleme bekomme. Und hier haben wir zum Beispiel so eine HTML-Seite. Ja, ich weiß, sie ist nicht 100% standardkonform, aber fürs Erste muss das hier mal reichen. Und hier drin haben wir jetzt zum Beispiel so Sachen wie den Titel angeben, der ja oben bei euch im Tab angezeigt wird. Wir machen eine Überschrift und entsprechend einen Absatz mit Text. Das müssen wir jetzt natürlich noch ausgeben. Auch das geht ganz einfach. Wir machen uns einfach wieder eine neue Funktion, schräger HTML, rufen eine Funktion auf und die sendet jetzt einfach 200 Text HTML diesmal, also nicht mehr Text Plain, sondern Text HTML, das ist die Bezeichnung hier. Da kommt eine Webseite, nicht einfach nur Text. Und was wir zurückgeben ist HTML, also hier oben dieser ganze Block. Auch das können wir natürlich dann passend hochladen.
Und wenn wir jetzt im Browser hingehen, auf die Root, dann haben wir natürlich unser Hello World, da hatten wir ja nichts geändert, aber schräger HTML, da kommt jetzt entsprechend das zurück, was wir gerade gemacht haben. Und zwar diese wunderschöne Überschrift, die ein bisschen größer ist, und dies ist ein Test mit HTML. Da kann man natürlich viel mehr machen, man kann auch Farben und Hintergründe und Design und was auch immer. Das ist jetzt einfach nur, um zu zeigen, dass es überhaupt geht. Die Methode hier hat allerdings einen Nachteil. Und zwar habt ihr diese komplette HTML-Datei hier in eurem Quelltext einfach drin. Das ist ein bisschen nervig. Was man machen kann, sind zwei Sachen. Zum einen, man könnte hingehen, könnte das hier in eine Header-Datei auslagern. Bringt jetzt nicht ganz so viel, ist am Ende genau dasselbe, nur dass es woanders steht. Was in vielen Fällen besser ist, das ist SPIFFS. Nein, ich habe mich gerade nicht verschluckt, das heißt tatsächlich so. Denn die meisten von diesen ESP-Modulen, die wir so haben, die haben relativ große, also zumindest für Mikrocontroller, relativ große Speicher. Üblicherweise zwischen 512 Kilobyte und 4 Megabyte. In meinem Fall habe ich hier einen NodeMCU-Nachbau, der müsste eigentlich 4 Megabyte haben. Und in diesem Speicher, da wird quasi alles abgelegt. Wenn wir oben gucken, erstmal kommt der Sketch, also hier das Programm, was wir gerade geschrieben haben. Dann haben wir einen Bereich, der ist für OTA-Update, das heißt, wenn ihr ein Firmware-Update über WLAN macht. Danach folgt das sogenannte File-System. Das ist das, was wir uns jetzt angucken werden. Und hinten dran ist dann noch zum Beispiel EEPROM, die Konfiguration fürs WLAN und solche Sachen. Dieses File-System, das könnt ihr euch vorstellen, ja, wie ein Miniatur-USB-Stick, den es da gibt. Und auf dem können wir, wenn auch ein bisschen komplizierter, Dateien ablegen. Das ist dann natürlich eine ganz tolle Sache und die wollen wir nutzen. Also nächster Code. Um das nutzen zu können, da müssen wir erstmal hier fs.h reinladen. Was wir dann machen müssen, das ist das Ganze initialisieren. Das machen wir zum Beispiel hier in der Setup-Routine irgendwo zwischendrin. Wir sagen spiffs.begin. Wenn es schief läuft, hatte ich jetzt hier drin, dass er komplett die Ausführung abbricht. Kann man natürlich anders machen. Es geht erstmal nur darum, dass man dieses spiffs.begin hat. Ab dem Zeitpunkt kann der Arduino-Code hier darauf zugreifen und das können wir dann hier unten zum Beispiel nutzen. Server hatten wir ja schon, diesmal aber nicht on, sondern serve static. Das heißt, wir wollen irgendwas statisch zurückgeben. Das erste ist wieder der Pfad für die Webseite, wie bei den anderen auch. Das nächste heißt spiffs. Das ist von dem Beginn so vorgegeben. Und was hinten dran kommt, das ist der Dateiname, den wir zurückgeben wollen. Zum Beispiel die fs.html oder auch logo.png. Wir können nämlich jetzt ja auch relativ einfach Bilder machen. Wohingegen es doch eher schwer wird, hier im Code ein Bild zu definieren, weil es halt Binärdaten sind. Die müssen wir jetzt natürlich anlegen. Ich habe hier einfach mal eine HTML-Datei gemacht, wo wir dann hier biba.png machen. Das sollte man dann natürlich auch hier so nennen, sonst funktioniert das eher schlecht. Und entsprechend auch hier mein Logo biba.png. Aber wie kommen die jetzt auf den Controller? Nun, das kommt darauf an, welche Entwicklungsumgebung ihr verwendet. Bei Platform.io ist es relativ einfach. Da geht ihr hin und macht hier auf der Hauptebene, wo auch der SRC-Ordner ist mit eurem Code, einen Ordner mit dem Namen Data und da könnt ihr die Dateien einfach reinlegen, die ihr auf dieses SPIFFS abgelegt haben wollt. Bei Arduino ist es leider etwas komplizierter. Zum Glück muss man es nur einmal machen und zwar geht ihr hin, ladet diese Datei hier runter, sucht dann euren Arduino Sketchbook-Ordner, erstellt dann einen Ordner Tools. Und da wird das Ganze rein installiert bzw. einfach extrahiert. Und nach dem nächsten Neustart der Arduino IDE läuft es dann im Prinzip ähnlich ab. Ihr öffnet euren Code, geht in den Sketch-Folder, wo das Ganze gespeichert ist, macht einen neuen Ordner Data und was ihr da reinladet als Datei, das wird dann übertragen. Wichtig bei diesem ganzen Hochladen und Dateien ist natürlich zum einen, die Dateien dürfen nicht zu groß sein. Wie schon gesagt, ihr habt dann irgendwie hier so ein halbes Megabyte an Speicher drin. Und das zweite, die Datei selber darf auch nicht zu groß sein. Der ESP hat nur beschränkt RAM, das heißt, die Dateigröße hat da auch ein Limit. Ich konnte jetzt nicht genau sehen, wo das Limit ist, aber ich würde mal sagen, irgendwie so bei ein paar 10 Kilobyte, da ist dann auch mal Schluss. Genauso gibt es Limits bei der Länge der Dateinamen, da gibt es irgendwie 31 nutzbare Zeichen. Das heißt also, besser alles kurz, knapp und klein halten. Das Ganze hier ist halt ein Mikrocontroller und kein Webserver in dem Sinne.
Und ihr habt ja gesehen, hier im Code ist jetzt nichts drin von diesem Logo oder von der HTML-Seite. Das hier ist ja die alte. Und dadurch, dass sie halt im Dateisystem liegen, auch wesentlich einfacher zu bearbeiten oder mal zu ändern. Man muss es nicht erst hier wieder reinkopieren, umwandeln gegebenenfalls. Das macht das Ganze einfacher. Zum Übertragen muss man dann hingehen und unter Arduino Select Tools ESP8266 Sketch Data Upload auswählen. Dann wird entsprechend das Ganze da hochgeladen. Den Sketch wird ganz normal über die Hochladen-Funktion separat gemacht. In Platform.io geht ihr unten hin, drückt einmal den Run Task und da gibt es dann entsprechend Upload File System Image. Den auswählen, einmal Enter drücken, dann wird das SPI-FFS auch entsprechend neu geschrieben. Hier oben sehen wir auch die Liste der Dateien. Das dauert natürlich gegebenenfalls ein bisschen länger, sind größere Dateien. Aber ansonsten ist es quasi identisch zum anderen Upload. Wenn es irgendwie Probleme gibt, dass er nicht hochladen möchte hierbei, steckt ihn mal aus und wieder ein. Teilweise fixt das ein paar Probleme. Im Übrigen noch einen kleinen Trick, den ihr benutzen könnt, wenn ihr mit SPI-FFS arbeitet. Hier die Dateien haben wir jetzt ja einfach nur draufgelegt. Die meisten Browser, die können auch gzip-komprimierte Dateien. Gerade für Webseiten kann das ein paar Kilobyte sparen. Und bei einem kleinen Speicher ist das natürlich gerne dann etwas, was man da mitholen kann. Und was sagt unser Browser dazu? Naja, wir können jetzt schräger FS machen und tada, Test von SPI-FFS und unser Logo kommt auch zurück, wenn auch jetzt ein bisschen groß. Die Datei kommt direkt vom Dateisystem, sprich genau das, was wir hier entsprechend definiert haben, inklusive dem Bild, was hier vom Mikrocontroller selber da ausgeliefert wird. Damit können wir im Prinzip hier schon mal Webseiten, Webapplikationen mit einem ESP betreiben. Wir haben gesehen, wie man Variablen macht. Wir haben gesehen, wie man Bilder und so weiter relativ einfach einbinden kann. Eins, was ich aber noch zeigen möchte, das ist, wie man jetzt hier JavaScript noch mit reinbringen kann. Das ist so eine Sprache, womit man quasi den Browser programmieren kann. Und damit kann man Dinge tun, die relativ spaßig sind, wie zum Beispiel dynamische Messwerte. Das können wir uns hier zum Beispiel dann in diesem Beispiel angucken. Hat sich erstmal nicht viel dran verändert. Das Einzige, was jetzt hinzugekommen ist, ist noch eine Datei. Und zwar die time.html. Die habe ich gemacht. Und ich habe nochmal einen Server on gemacht mit einer time.json und einer eigenen Funktion. JSON, das ist die JavaScript Object Notation. Das ist eine Art und Weise, wie man Daten zwischen dem Browser und Applikationen auf einem Server austauschen kann. Das Ganze ist speziell für JavaScript gemacht und entsprechend für uns dann auch relativ einfach zu nutzen. Muss man sich eventuell ein bisschen einlesen, wie das aussieht, aber hier ist unsere Funktion, die ich gemacht habe. Im Prinzip ist sie relativ ähnlich wie dieses HTTP-Time, was ich eben gemacht habe. Nur, dass wir jetzt hier das Ganze im JSON-Format machen, das heißt, das Ganze ist in geschwungenen Klammern und dann steht hier Uptime, Doppelpunkt, dann der Wert. Das Ganze liefern wir auch wieder aus, diesmal aber als Application JSON, also nicht als Plaintext oder als HTML, sondern speziell als dieses JSON. Und entsprechend hier der Output, das war's schon. Auch das können wir dann schon mal hochladen, dann kann ich das besser zeigen. Dann können wir uns das hier im Browser mal anschauen, time.json und so sieht das Ganze dann hier aus, wie wir gesehen haben. Geschwungene Klammer, uptime, Doppelpunkt und dann der Wert. Und wenn wir das Ganze neu laden, F5 oder Reload-Button, dann sehen wir die Zahl hier, die ändert sich dann auch jedes Mal. Wo ist jetzt der Unterschied? Na, der Unterschied ist, das können wir gut verarbeiten und das machen wir in dieser time.html. Die sieht jetzt ein bisschen größer aus, nicht erschrecken. Ich versuche es zu erklären, zumindest so ein bisschen. Soll kein JavaScript-Kurs werden, aber zumindest grob verstehen. Was wir erstmal haben, ist hier oben wieder unsere Standard-HTML-Seite, wie eben. Nur, dass wir eine Zeile ausgetauscht haben, und zwar der Text. Hier steht nämlich jetzt, der ESP ist seit Fragezeichen Millisekunden aktiv. Dies entspricht Fragezeichen Sekunden. Und diese Fragezeichen, die sind in einem Element, was jeweils eine ID hat, TimeMS und TimeS. Das brauchen wir, um das gleich adressieren zu können. Das heißt, im Prinzip müssen wir nur wissen, diese Fragezeichen hier, das ist ein Element mit diesem Namen. Was dann kommt, ist am Ende der Datei ein bisschen JavaScript.
Da machen wir erstmal ein XML-HTTP-Element. Das ist eine Funktion vom Browser. Die wird heute irgendwie für alles mögliche zweckentfremdet und hat nichts mehr mit XML zu tun. Aber so heißt halt so. Damit ist der Browser in der Lage, ohne die komplette Webseite neu zu laden, zumindest einen Teil nachzuladen. So, dann haben ist die URL, TimeJSON. Das haben wir ja schon gesehen. Das ist hier oben das, was er aufrufen soll. Dann würde ich sagen, wir gehen von unten nach oben durch, wie üblich. Im Prinzip das Einzige, was dieses JavaScript selber macht, wenn wir hier die Funktionen uns mal außer Acht lassen, das ist UpdateStart aufrufen. Brauchen wir wohl doch die Funktion. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil dummerweise ist das alles asynchron. Das heißt, die Sachen laufen teilweise nicht in der Reihenfolge, in der man sie erwarten würde. Was wir machen, ist dieses hier setzen. XML-HTTP OnReadyStateChange. Das ist eine Funktion, die wird aufgerufen, wenn sich der Zustand dieses Nachladens verändert. Ja, gut. Wir haben dafür eine Funktion, die guckt erstmal nach, ist unser Status 4. 4 ist dabei der Status für alles ist fertig. Die anderen Stati, das könnte dann zum Beispiel heißen, okay, ich lade jetzt, ich fange an zu laden, beim Laden ist was schief gegangen, das ignorieren wir alles. Genauso gucken wir nach, dass der HTTP-Status 200 ist. Wir erinnern uns, wir geben hier ja HTTP-Status 200. Wenn ein anderer Status kommt, dann heißt das, irgendwas ist schiefgelaufen. Zum Beispiel, dass er die Datei nicht finden konnte. Es gibt aber auch andere, sowas wie interner Fehler ist aufgetreten. Das ignorieren wir auch alles. Wenn das beides zutrifft, sprich unsere Daten aus dieser Datei gerade erfolgreich nachgeladen wurden, dann haben wir hier einen Try-Catch-Block. Das ist zur Fehlerbehebung. Im Prinzip interessiert uns nur der obere Bereich. Da haben wir erstmal This-Response-Text. Das ist der Inhalt, der hier zurückgeliefert wird. Das heißt, das hier steht dann da drin. Das geben wir eine Funktion JSON-Parse. Damit wird hier dieses JSON wieder zurück umgewandelt in ein JavaScript-Objekt. Das können wir dann nachher ansprechen. Im Prinzip haben wir da ein Objekt, wo lediglich ein Element drin ist mit dem Namen Uptime und dem Wert 35.980 oder inzwischen wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr. Was wir danach machen, ist UpdateViewData aufrufen. Das ist hier unten entsprechend diesen Bereich. Wenn dabei irgendwas schief geht, dann würde er hier ins Log schreiben, dass da der Update fehlgeschlagen ist. Das ist aber wie gesagt nur bei Fehlern, können wir also erstmal ignorieren. Was dann auch noch gemacht wird, ist ein Windows Set Timeout. Das heißt im Prinzip nach 500 Millisekunden führe die Funktion UpdateStart aus. Das heißt, er ruft sich hier selber wieder auf. Aber nur, wenn wir hier gucken, wenn der letzte Request vollständig abgeschlossen war, also Status 4. So, was ist also jetzt passiert? Na, noch gar nichts, weil hier haben wir nur definiert, was passieren soll, wenn sich dieser Ready State ändert. Wir haben aber noch gar keinen Ready State. Das kommt hier drunter und zwar, wir sagen hier an der Stelle, wir möchten gerne eine neue Verbindung von der Methode get, wir wollen also Daten haben, mit dieser URL, schräger TimeJSON, und true, müsste ich jetzt nachgucken, stimmt schon. Danach sagen wir senden. Das heißt, bei UpdateStart wird im Prinzip erstmal nur das hier gemacht. Wir senden eine Anfrage an schräger TimeJSON. Und erst wenn dieses TimeJSON komplett im Browser zurückgekommen ist, dann führen wir hier oben den Block aus. So, fehlt noch eins, nämlich der UpdateView. Der wird ja ausgeführt, wenn wir die Daten haben, die Daten in Ordnung sind, alles okay ist. Das ist relativ einfach. Wir sagen nun hier, liebes Dokument, gib uns mal bitte das Element mit folgender ID, nämlich TimeMS. Das heißt, wir haben jetzt diesen Block hier ausgewählt. Und da möchten wir inner HTML, das heißt, der HTML-Code, der hier dazwischen steht, zwischen Span und Span, den möchten wir austauschen und zwar gegen data.uptime. Data, das ist das, was zurückgekommen ist. Und uptime, das ist der Name hier draus, wie das Ganze heißt. Das Ganze machen wir nochmal mit TimeS. Nur das, was da durch 1000 teilen, weil Millisekunden durch 1000 ist Sekunden. Und wir wollen maximal eine Nachkommastelle. Soweit die Theorie. Das würde jetzt dazu führen, dass wenn das Ganze hier geladen wird, die Webseite, wird UpdateStart einmal aufgerufen. Er lädt einmal die ganzen Daten, wartet bis dass die da sind, tauscht den Text hier oben aus und nach 500 Millisekunden startet er wieder neu. Und entsprechend alle 500 Millisekunden würde der Wert aktualisiert, ohne dass wir die Seite komplett neu laden. Soweit die Theorie. Gucken wir mal, ob das auch in der Praxis geht. .html hatten wir das genannt und
Tada, da ist unser Uptime-Test. Und wir sehen hier unten, alle etwa 500 Millisekunden, je nachdem wie schnell das Netzwerk ist, lädt der diesen Wert neu und der aktualisiert sich immer wieder. Das heißt, hier unser ESP, der ist jetzt gerade seit 451,5 Sekunden in Betrieb. Wir sehen, jetzt ist gerade irgendwie das WLAN wohl am Hängen. Ja, kann schon mal vorkommen, aber sollte nichts kaputt machen. Und ja, dieses Konzept hier kann man, denke ich, sehr gut einsetzen, um irgendwelche Messwerte in den Browser zu bringen. Sei es jetzt hier auf dem Laptop oder irgendwie auf dem Handy, geht natürlich alles. Wie schön das Ganze am Schluss aussieht, das ist eher davon abhängig, wie gut euer HTML-Voodoo ist. Das hier war jetzt natürlich nur was sehr basic. Ganz interessant wird es natürlich, wenn man dann noch externe Sachen einsetzt. Ich habe da jede Menge Sachen schon in der Pipeline, was wir in der Zukunft uns angucken werden. Hier für diesen Code, den ich hier habe, für den Code für dieses Moskito-Ding bin ich dann allerdings all-in gegangen. Und zwar, wir sehen hier SendState, das ist wieder so ein JSON. Er gibt uns zum Beispiel zurück, was ist die Variable LED, was ist die Variable Fan, was ist die Variable Party, die entsprechend dann online angezeigt werden können. Wir haben dann ein paar Sachen Update. Das sind Sachen, da werden Daten vom Browser übermittelt an unseren ESP und entsprechend wird die Daten, die vom Browser kommen, da in Variablen bei uns reingemacht. Und am Ende, was wir hier tun, das ist im Prinzip GPIOs, mehrere mit analogen Werten versorgen. Mehr ist das nicht. Aber was wir natürlich haben müssen, das ist ein vollständiger Overload an irgendwelchen IoT-Voodoo. Und deswegen bin ich hingegangen und habe von tausenden externen Webseiten möglichst viele seltsame Ressourcen eingebunden, die man normalerweise nicht braucht, erst recht nicht online haben möchte bei einem Gerät, was eventuell länger läuft. Aber hey, jetzt ist es drin. Was ich hier lade, das ist jQuery, Popper, Tooltip, Bootstrap, die ganzen Bootstrap-Erweiterungen für Tabellen, Slider und ja. Das Ganze im Übrigen basiert hier auf einem Webserver-Tutorial von Projets DIY. Französische Webseite, hat aber auch englische Texte, also sie sind sogar für mich verständlich, zum Glück. Und was ich hier habe, das ist irgendwie so ein fluider Container aus Bootstrap. Das springt hier definitiv den Rahmen. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach im Browser an. Und dann können wir relativ flott sehen, was diese 268 Zeilen Code denn aus unserer Mückenscheuche jetzt mit diesen Tricks, die wir hier gesehen haben. Das heißt SPI-FFS, diesen dynamischen Requests und so weiter gezaubert haben. So, wenn ich jetzt keinen allzu großen Blödsinn gebaut habe, müsste das alles auch hier reinpassen können. Machen wir mal keinen Deckel drauf, sondern stecken erstmal ein und gucken, was passiert. Mit etwas Glück kommen keine Flammen raus. Ach hier, da war ja was. Falsch rum. Das sieht gut aus. Er geht kurz an, geht dann aus und wir haben nur noch ein blaues Licht, das ist die einer von den IO-Pins, den ich benutzt hatte, der hat eine LED dran, die angeht, wenn man den auf Load zieht. Und deswegen ist die an. Ist nicht ideal, aber kann man damit leben. So, das soll es gewesen sein. Jetzt haben wir hier unser Internet of Things Connected Gedönses. Zumindest theoretisch. Und zum grünen Abschluss natürlich noch der obligatorische Hinweis, das hier hat natürlich einen ESP8266 drin. Der hinkt technisch ein bisschen hinterher, einfach weil er nur den IP-Standard aus den 60ern kann und nicht den aus den 90ern. Also obligatorischer Warnhinweis. Achtung, dieses System kann nur Legacy IP, kein IPv6. Okay. Mit etwas Glück kriegen wir auch den Firefox auf. Naja. Mit den üblichen Problemen durch Grafikkartentreiber. Und wenn wir jetzt die IP eingeben, kommen wir auf dieses formschöne Webinterface. Wie gesagt, verzeiht bitte die Grafikfehler. Ubuntu und Grafikkarten passt irgendwie nicht zusammen. Aber ich denke, man kann erkennen, was los ist. Wir haben hier ein schönes Interface, Überschriften, sogar ein paar Tabs hier oben. Und sogar ein schönes Logo. Yay, Gruß an Open Clip Art. Wie sich das für ein Internet of Things Gerät gehört, verbindet es auch direkt mal zu 20.000 Servern im Internet. Also Google, Bootstrap, Cloudflare, nochmal Google und PKG. Das heißt, wir haben also auch das abgehakt. Alles ist entsprechend online.
Selbstverständlich können wir auch hier unter Config das Theme ändern. Also wenn das hier nicht schön ist, dann können wir auch irgendwie sowas hier holen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können da alles nehmen, was wir wollen. Also yeah. Ich glaube, ich bleibe beim Dunklen. Auf der Home-Seite, was können wir machen? Wir können, Überraschung, die LEDs anmachen und die LEDs gehen an. Kann man sie überhaupt sehen? Moment, ich versuche mal hier im Raum ein bisschen dunkler zu machen. Hoppala, jetzt gehen sie nicht mehr aus. Na gut, jetzt gehen sie nicht mehr aus. Doch, sie gehen aus, das ist also ein bisschen langsamer. So, jetzt müsste man sehen können. Eventuell seht ihr jetzt auf der Kamera auch hier den von der internen LED, das ist ein bisschen blau. Und wenn ich jetzt hier auf an drücke, dann pada, es leuchtet hier entsprechend außenrum. Die hier wollen gerade nicht, wieso auch immer. Ist wahrscheinlich wieder irgendwo ein Kabel abgegangen. Wenn wir hier noch ein Update fahren, dann geht der auch hier auf on. Normalerweise kann man das auch automatisch machen. Ich habe es jetzt extra aus, weil dummerweise ist hier drunter wohl irgendwas, was Funk abschirmt. Hier oben haben wir die Kupferplatine, die Funk abschirmt. Deswegen hat er ein bisschen Probleme mit dem WLAN. Was können wir noch machen? Wir können die LEDs dimmen über hier hinten den Slider. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann. Ah, doch, eventuell kann man noch erkennen, dass sie so ein bisschen an sind. Aber nicht mehr viel. Und wenn ich die hier hochdrehe, wird es entsprechend. Ah. Da, jetzt aber heller. Also LEDs, LED-Dimmen geht alles. Wir können natürlich LED auch ausmachen wieder. Wir können den Lüfter einschalten, theoretisch. Hören wir mal hin. Ja, es funktioniert. Der Lüfter läuft an. Man kann es hören. Ich kann den Lüfter auch auf Dimmen machen. Ob das funktioniert, steht woanders. Hören wir mal genauer hin. Okay. Ich glaube, der ist nicht glücklich darüber. Aber man hört, dass er dimmt. Und was wir auch machen können, ist der Party-Modus. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und können, ich glaube, da machen wir noch ein bisschen mehr Licht hier aus. Können wir das? Ja, müsste eigentlich machbar sein. So. Jetzt haben wir ganz dunkel. Dann gehen wir mal in den Party-Modus über. Das erste Party-Modus ist der Ring. Tada! Dann macht er hier so, ja, einmal rund leuchten. Normalerweise halt die dritte Gruppe, wie gesagt, die scheint im Moment kaputt zu sein. Und wenn wir das nicht wollen, dann können wir Fading anmachen. Dann geht er entsprechend immer so pulsierend hoch und runter. Okay, ich würde sagen, das hier reicht jetzt auch für unser Internet Connected. Ich sollte mein Licht auch noch mit dranhängen. Ne? Das wäre eventuell sinnvoll. Unser Internet Connected Mückenfliegen-Ding. Wenn ich einen Deckel finde, kommt der natürlich noch drauf. Und dann können wir hier unsere IoT-Party feiern. Yay. Ja. Vieles denke ich nicht dazu zu sagen. Es ist nicht wirklich praktisch. Jedenfalls konnte ich nicht feststellen, dass das Ding irgendwas fängt. Das heißt, da hinten in der Ecke bleibt die Spinne sitzen. Die kümmert sich dann um die kleinen Viecher. Und naja, wenigstens ein bisschen was haben wir hier rausgeholt, bisschen was geübt, wie man so ein Webinterface machen kann. Und die Techniken, die ich gezeigt habe, die kann man natürlich wieder benutzen. Die kann man verwenden, um zum Beispiel Sensorwerte irgendwo anzuzeigen, um Sachen zu steuern. Lampen an ausschalten hatten wir ja auch. Und das kann man dann natürlich auch für sinnvolle Geräte umsetzen. Das heißt, also, was weiß ich, gucken wir mal hier rum. Da hinten steht ein Toaster, da kann man zum Beispiel einen Toaster dann, Toaster vielleicht nicht so gut, aber irgendwas in die Richtung mit Netzwerk ausstatten. Wobei doch, der Toaster könnte Bescheid sagen, wenn das Toast fertig ist. Halt, stopp, Toaster bitte nicht unbeaufsichtigt laufen lassen. Irgendwie so. Wie auch immer, lest die Anleitung, da steht bestimmt ganz viele tolle Sicherheitsmechanismen drin. Wie auch immer, das Ding hier, ja, gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich noch groß was damit machen werde, weil es funktioniert nicht. Jedenfalls nicht hier, aber gut, wenigstens der Code tut, was er soll.